Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfermarkt TV am Donnerstag vor dem Osterwochenende. Und heute haben wir ein ganz besonders spannendes Top-Thema. Es geht nämlich um die Zukunft von Lionel Messi. Bleibt er bei Paris? Danach sieht es ja nicht unbedingt aus. Geht er vielleicht auch Richtung Saudi-Arabien, so wie CR7? Oder aber kommt es zur großen Rückkehr zu Barcelona? Dazu später mehr im Verlauf der Sendung. Wir starten jetzt aber erst einmal rein in unsere Gerüchteküche. Und wie so oft in diesen Zeiten beginnen wir da mit dem FC Chelsea. Da ist ja gerade, so kann man es glaube ich sagen, durchaus Land unter in der Premier League. Da laufen die Blues hinterher und jüngst gab es ja auch die Trainerentlassung. Graham Potter war nur von September bis März Übungsleiter beim FC Chelsea. Aktuell wird ja schwer über einen Nachfolger philosophiert. Und wie es ausschaut, scheint es da eine ganz schnelle, pragmatische Interimslösung zu geben. Und zwar mit einem alten Bekannten. Wahrscheinlich die Blues-Legende schlechthin, zumindest als Spieler. Frank Lampard hat es ja auch schon mal als Chefcoach probiert. Zwischen Juli 2019 und Januar 2021 hat er in 84 Spielen 1,75 Punkte geholt. Von 14 Trainern seit 2000 unterboten ihn nur Guus Hiddink und der gerade entlassene Potter, also keine so super erfolgreiche Zeit. Jetzt aber scheint es so, als ob eine Rückkehr kurz bevorstehen würde. Lampard selber hat grünes Licht gegeben, auch die Verantwortlichen können sich das wohl vorstellen und dann hätte man erst einmal bis zum Sommer Ruhe. Und für Lampard wäre die Aufgabe natürlich, das internationale Geschäft zu erreichen und in der Champions League möglichst gegen Real weiterzukommen. Was bedeutet das für ihn hier, den kürzlich beim FC Bayern entlassenen Julian Nagelsmann? Noch gestern galt er als Favorit auf die Nachfolge von Graham Potter. Vielleicht geht aber auch alles einfach einen Tick zu schnell. Vielleicht ist die Zeit zwischen den beiden Trainerengagements auch zu kurz. Vielleicht ist er dann ja ab Sommer eine ernsthafte Option beim FC Chelsea. Es scheint nur sich so zu entwickeln, dass Julian Nagelsmann jetzt ganz kurzfristig wohl nicht den Posten bei den Blues übernehmen soll. Und neben Julian Nagelsmann war ja auch Luis Enrique kurzzeitig als Favorit auf das Amt genannt worden. Es gab auch Berichte, wonach Chelsea-Besitzer Todd Bowley zu Gesprächen geladen hatte und Luis Enrique extra nach London gekommen war, aber auch diese Spur, die wird jetzt nach den jüngsten Lampard-Meldungen eher kalt. Wir kommen zur Bundesliga und zu Borussia Dortmund. Da gibt es ein ganz spannendes Gerücht aus der griechischen Gazeta. Der BVB hat demnach nämlich Giannis Konstantelias auf dem Zettel. Der 20-jährige offensive Mittelfeldmann, der verzaubert gerade Griechenland. Ist dort in der Liga richtig stark bei PAOK Saloniki, übrigens Vertrag bis 2027. Und er wurde auch zur Nationalmannschaft eingeladen. Bei PAOK, da hatte man angeblich in der Vergangenheit auch schon Angebote erhalten, unter anderem von RB Salzburg. Das hat man abgelehnt, 10 Millionen soll es betragen haben. Man fordert wohl das Doppelte und das trotz des noch überschaubaren Marktwerts von 4 Millionen, aber der dürfte bei Giannis Konstantelias doch bald steigen. 28 Partien diese Saison, 9 Scorerpunkte und er macht einen richtig, richtig guten Eindruck. Und wenn man der griechischen Gazeta Glauben schenkt, dann befindet sich der 20-Jährige auf der sogenannten globalen Talenteliste des BVB sogar ganz, ganz oben. Laut Sportam.info ist auch der VfB Stuttgart an Yusuf Gazibegovic interessiert. Der hatte zuletzt mehrere Bundesligisten als Interessenten auf der Visitenkarte stehen. Unter anderem Köln und Hertha wurden mit ihm gehandelt. Der Rechtsverteidiger von Sturm Graz hatte im Winter aber noch mehrere Anfragen abgelehnt. Nun könnte er ja unter Umständen nach Stuttgart gehen. Das Einzige, sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig. Der Bosnier würde also auf jeden Fall richtig Kohle kosten, vor allen Dingen, weil auch Inter Mailand an ihm interessiert sein soll.
Philipp Lienhardt neben Matthias Ginter, der Fels in der Brandung beim SC Freiburg, hinten in der Innenverteidigung, absolut gesetzter Stammspieler und neben Ginter auch der wertvollste Profi im Kader. Der hat sich jetzt zu seiner möglichen Zukunft geäußert. Sein Vertrag im Breisgau beim SC Freiburg läuft noch bis 2024. Er kann sich eine Verlängerung einerseits vorstellen, aber hat auch eine andere Option ins Spiel gebracht. Vielleicht geht es nochmal zurück nach Spanien. Von Real Madrid hatte Freiburg ihn ja einst geholt. Und Lienhardt sagte, seine Karrierezeit sei begrenzt. Deswegen, wenn er sich diesen Traum nochmal erfüllen möchte, dann müsse es bald passieren. Das klingt nach einer spannenden Option. Vielleicht ja sogar noch nach mehr. Und der Corriere della Sera berichtet, dass Real Madrid Rafael Leao beobachtet und eine Verpflichtung im Sommer erwägt. Der Grund, man sucht wohl schon nach einem Nachfolger für Karim Benzema, dessen Vertrag läuft ja aus und der Ex-Club des 35-jährigen Franzosen Olympique Lyon hatte zuletzt deutlich signalisiert, ihn zurück in die Ligue 1 holen zu wollen. Wir schauen mal auf die aktuellen Daten von Rafael Leao. 21 Scorer in 36 Spielen für Milan und das in einer, man muss es so sagen, eher durchwachsenen Saison für den noch amtierenden Meister. Ja, und der 23-Jährige hat einen Marktwert von 80 Millionen. Die Tendenz sinkend zuletzt. Er hatte auch mal 85 dort stehen. Milan fordert wohl 70 Millionen Euro an Ablösesumme, wäre also ein teurer Spaß und ist vielleicht auch sowas wie der Startschuss in die Angelegenheit Real Madrid und Rafael Leao. Ja, soweit einmal die Gerüchte des Tages. Wir kommen jetzt direkt zu unserem Top-Thema der heutigen Sendung. Es geht um einen der größten Fußballer unserer Zeit und um die äußerst vage Zukunft von Lionel Messi. Es gibt aktuell haufenweise Berichte, wie es denn um seine Zukunft ausschaut. Zuletzt wurde immer wieder berichtet, dass man eigentlich eine Einigung hatte während der WM in Katar. Da soll sich die Katar-Seite mit seinem Vater getroffen haben und die Rahmenbedingungen schon mal abgeklappert haben. Aber nun kommen neue Gerüchte in Umlauf. Unter anderem dieses unglaubliche Rekordangebot aus Saudi-Arabien. Und da läuten natürlich ein paar Glocken. Es ist nicht so wahnsinnig lange her, dass sein großer Konkurrent CR7 nach Saudi-Arabien gegangen ist für 200 Millionen Jahresgehalt. Und Lionel Messi, der soll aktuellen Gerüchten zufolge das Doppelte verdienen können in Saudi-Arabien. Ja, das dürfte ihm hier gar nicht schmecken. Nasser El-Khelaifi, der für Katar bei PSG das Sagen hat. Aktuell zahlt PSG Messi ein Jahresgehalt von 40 Millionen Euro, auch schon äußerst fürstlich, aber das ist natürlich nichts im Gegensatz zu den Saudi-Gerüchten. Ja, das ganze Triumvirat, das so ein bisschen da eine große Rolle spielt, ist einmal hier Messi mit Khelaifi und dann auch noch der Vater Josh Messi, der da eine große Rolle spielt, auch oftmals ein gefragter Mann. Und die Gerüchte um seinen Sohn, die werden immer lauter. Ein Grund soll auf jeden Fall sein, dass es kriselt in der französischen Hauptstadt, dass sich Messi nicht richtig wertgeschätzt fühlt. Wurde ja auch zuletzt mal von den eigenen Fans ausgepfiffen. Und auch diese Dreierkombi, die soll den Machern bei PSG nicht mehr so richtig gefallen. Neymar, Mbappé und Messi, man will sich wohl mindestens von einem der Stars im Sommer trennen. Und die Wahl könnte dann auf den argentinischen Weltmeister fallen. Ja, wo ginge es dann also hin mit Lionel Messi? Der soll verschiedene Berichten zufolge ein Verbleib in Europa bevorzugen. Am liebsten möchte er auch nächste Saison in der Champions League spielen und da wird natürlich auch wieder die alte Liebe aufgewärmt. Der FC Barcelona ist immer eine Option. Er steht angeblich auch noch in engem Kontakt mit seinem früheren Mitspieler und heutigen Barca-Trainer Xavi. Ja, und wir haben nochmal in den Zeitungen gekramt und auf die Zeitung L'Equipe geschaut. Am Dienstag titelte die: Lionel Messi und PSG stehen kurz vor der Scheidung. Das ist für uns natürlich mal ein Anlass zu schauen, wo könnte es hingehen. Das hier war ja die Reise, durchaus überschaubar, von Lionel Messi nach 16 Jahren Barca zu Paris. Die große Frage, geht es zurück
Das dürfte natürlich vor allem an einer Geschichte scheitern, nämlich am lieben Geld bei Barca. Da sieht es ja alles sehr, sehr klamm aus. Man hat große Probleme mit dem Financial Fair Play. Dann hatten wir das Angebot von Al-Hilal, 400 Millionen. Das wäre auf jeden Fall das lukrativste, wäre aber vielleicht auch so ein bisschen das Ende der europäischen Karriere. Genauso wie ein MLS-Transfer. Da gab es ja immer wieder großes Interesse von Inter Miami. Schon beim Abgang von Barcelona zu PSG war das Gerücht ziemlich, ziemlich heiß. Steht also auch noch zur Debatte, ob Lionel Messi nicht vielleicht rüber in die MLS geht. Aber wie gesagt, dagegen spricht auf jeden Fall, dass er in Europa Champions League spielen will. Die große Frage natürlich, wie geht Messis Reise weiter? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wo möchtet ihr ihn sehen? Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Ja, und auch in unserer Statistik des Tages schauen wir auf den Herzensclub von Lionel Messi, auf den FC Barcelona. Der hat ja gestern Abend eine ganz, ganz empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey. Hinspiel 1-0 gewonnen, aber im Rückspiel dann 4-0 auf die Mütze bekommen. Real Madrid hat sich ganz klar durchgesetzt und wieder mal absolut spitze dabei Karim Benzema. Wie am Wochenende in der Liga gegen Valladolid gab es einen Hattrick. Und das war Anlass für uns mal zu schauen, wer eigentlich die besten Torschützen in dieser prestigeträchtigen Paarung sind. Die besten Torschützen im Klassiko in diesem Jahrtausend haben wir uns mal zu Gemüte geführt. Raúl, die Real-Legende, 22 Partien, 6 Tore, das reicht für Rang 5. Bei Luis Suarez ist vor allem die Quote unglaublich. Er hat nämlich nur 15 Klassikos gespielt und dabei ganze 11 Tore erzielt. Benzema liegt auf der 3, 43 Partien, 16 Tore. Das heißt, mit seinem Dreierpack hat er sich auf diesen Platz geschraubt. Und ihr habt wahrscheinlich schon so eine kleine Vermutung, wer auf 1 und 2 kommt. CR7, 30 Klassikos, 18 Treffer gelangen ihm dabei. Und wir haben eben über ihn gesprochen, über Lionel Messi. 45 Klassikos, also schon auch eine rein wahnsinnige Anzahl an Spielen gegen Real. Und auch die Tore können sich sehen lassen, 26 Stück. Und bei dieser Top 5 hier kann man wahrlich mit der Zunge schnalzen. Und wir machen an dieser Stelle weiter mit ein paar wichtigen News-Ticker-Meldungen. Wir schauen zuerst einmal ins Ruhrgebiet zu Schalke 04, denn da gab es eine Meldung um einen Abgang. Simon Terodde wird die Königsblauen im Sommer verlassen, keinen neuen Vertrag unterschreiben. Er hat aber beim Training auch direkt einmal ganz klar gesagt, das ist auf gar keinen Fall das Karriereende. Und ich denke, da werden auf jeden Fall einige Zweitliga-Clubs die Augen mal ganz, ganz groß werden lassen. Denn Terodde ist ja der Rekordtorschütze der zweiten Liga. Gut möglich, dass er in der nächsten Saison im Unterhaus nochmal sich beweisen möchte. Auch Teemu Pukki verlässt seinen Club. Bei Norwich ist nach 5 Jahren Schluss. 117 Torbeteiligungen in 204 Spielen stehen für den Finnen zu Buche, der ja auch früher mal bei Schalke 04 unter Vertrag stand. Alexander Schäferin ist als UEFA-Präsident wiedergewählt worden. Gestern war es soweit für den Slowenen, der die Wahl ohne Gegenkandidat gewann. Er nutzte seine Dankesrede, um zu warnen, und zwar vor der Gründung einer Super League und dem Ausverkauf des Fußballs, also der zu starken Öffnung für Investoren. Die FA hat das Strafmaß für Alexander Mitrovic und Trainer Marco Silva von Fulham bekannt gegeben. Während der Coach für sein Verhalten im FA Cup-Spiel 2 Spiele zuschauen muss, bekommt Alexander Mitrovic ganze 8 Spiele aufgrund seines Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter Chris Kavanagh. So, und heute wollen wir euch auch nochmal das Fußballmanager-Spiel Sorare ein bisschen näher bringen. Ihr kennt das, wir stellen euch das gerne am Donnerstag immer mal vor. Und heute widmen wir uns der Frage, wie bekommt man eigentlich Punkte, welche Kriterien fließen in der Spielerbewertung eigentlich ganz genau ein? Die Spieler werden bei Sorare anhand ihrer echten Leistung am Spieltag bewertet. So wie ihr es eigentlich aus normalen Fantasy-Fußballspielen kennt. Wie diese Punkte zustande kommen, das erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Mit diesem Team habe ich am Wochenende gespielt und hier gucken wir uns jetzt am Beispiel von Niklas Füllkrug einmal an,
für was er diese 84 Punkte bekommen hat. Wenn man auf den Spieler draufklickt, kann man sehen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Bewertung. Es gibt einmal diese Bewertung Zusatz. Jeder Spieler startet hier bei 35 Punkten und bekommt dann für jede entscheidende Aktion Zusatzpunkte. Zum Beispiel für ein Tor wird er auf 60 gestuft, für jedes weitere Tor oder Vorlage oder rausgeholten Elfmeter kommen dann immer 10 Punkte dazu. Wenn er allerdings einen Elfmeter verursacht, ein Eigentor erzielt oder einen Fehler, der zum Gegentor führt, werden diese Punkte wieder abgestuft. Die zweite Bewertung sind die Basispunkte. Hier zählt jede Aktion, die der Spieler im Spiel macht. Von Fouls oder gefoult werden, über Pässe, die angekommen sind oder die nicht angekommen sind, Ballbesitz verloren, alles zählt hier mit rein in die Bewertung des Spielers. Insgesamt kommt man dann hier auf eine Punktzahl von 64 Punkten gerundet. Das sieht man hier oben. Man sieht aber in der Übersicht, dass der Spieler insgesamt 84 Punkte erzielt hat. Das kommt dadurch zustande, dass die Karte meines Spielers noch einen Prozentbonus hat. Dieser Prozentbonus sind aktuell 10%. Das heißt, auf diese 64 Punkte kommen nochmal 10% obendrauf. Das setzt sich durch zwei Dinge zusammen. Einmal durch den Saisonbonus, das sind immer 5%. Das bedeutet, dass es die aktuellste Karte aus dieser Saison ist. Wenn in der nächsten Saison neue Karten rauskommen, verliert diese Karte den Bonus und die neue Karte erhält diesen 5% Bonus. Um das auszugleichen, sammelt der Spieler aber Erfahrungspunkte. Die seht ihr hier. Mit diesen Erfahrungspunkten steigt er in Leveln auf. Aktuell ist diese Karte auf Level 10 von 20 und für jedes Level gibt es nochmal 0,5% Punkte drauf. Das heißt, ich habe aktuell 5% durch Erfahrungspunkte extra und 5% durch die aktuelle Saison extra. Macht 10% Bonus. Außerdem habe ich Füllkrug diese Woche als Captain aufgestellt. Das gibt nochmal einen extra Bonus von 20% obendrauf. Das heißt, durch die 10% plus 6 Punkte plus nochmal 20% plus 14 Punkte kommen wir dann insgesamt auf 84 Punkte. Und das war's für heute von Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr seid natürlich weiterhin gefragt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Vor allem zum Werdegang von Lionel Messi. Wie geht es mit dem Argentinier weiter? Interessiert uns ganz besonders eure Meinung. Und dann haben wir hier natürlich auch noch weitere Videos von unserem Channel für euch aufbereitet. Dabei ganz viel Spaß und bis ganz bald hier bei TMTV.